Liebe Trainer, es ist Montag, der 28.11.2022. Mein Name ist Dirk Legan und ich begrüße euch heute zum Loro Monday Meeting. Bild ist in Ordnung, das hatte ich schon gesehen. Ton ist auch gut, alles klar. Ihr kennt das ja schon super. Auch wie immer eingeblendet der Disclaimer. Auch hier verzichte ich auf das Vorlesen. Ist immer dasselbe, aber nur zur Sicherheit. Ne? Also sind keine Handlungsanweisungen, irgendwelche Trades einzugehen und wenn ja, dann auf eigene Verantwortung. Dass, wenn wir Trades zeigen, das gilt für euch natürlich auch dasselbe, dann sind das letztendlich eigene Ideen oder eigene Trades, die man macht und ja, man muss das eben nicht selber unbedingt nachmachen. Okay, das zu dem Thema. Okay, was habe ich mit euch heute vor? Ich habe als Anlass genommen hier eine Anmerkung von Werner. Und zwar, ich lese das mal vor, ist ein bisschen klein hier. Danke, Dirk, für deine Antworten. Wäre super interessant, wenn du über deine ATR-Backtests irgendwann einmal in einem Monday-Meeting-Video berichten könntest. Das betrifft übrigens auch deine RSI-Standardeinstellung, 2.10.90 und so weiter, die du in deinem Video zur Analyse verwendest. Auch hierzu wäre es nett, sehr nett, wenn du das mal in einem Monday-Meeting-Video erläutern könntest, warum die 14er RSI-Standardeinstellung nicht bevorzugt und so weiter. Ich habe als Anregung ganz klar dieses Thema heute mal aufgegriffen, dass ich heute ausschließlich mal über Exit-Strategien reden werde. Was gibt es da? Wie kann man die klassifizieren? Wie wende ich die an? Und auch vor allem, ja, wollte ich auch mal zeigen, in welcher Software hier die Einstellungen zu fahren sind. Im nächsten Monday-Meeting werde ich dann dieses RSI-Thema aufgreifen. Das ist ja mehr ein Oszillator, wo man sozusagen die überverkauften oder überkauften Szenarien ja, abscannen kann. Heute wollte ich ausschließlich mit euch über Exit-Strategien reden. Ich denke mir, ich stelle erstmal meine einzelnen Punkte vor und dann können wir das ja gerne diskutieren und auch jeder kann ja dann auch sagen, was er bevorzugt. Entscheidend ist hier bei diesen ganzen Exit-Strategien, dass man die testet, aber da kommen wir noch gleich drauf. Also Exit-Strategien, ne? Also what's your Exit-Strategie? Hier die beiden Gefangenen, natürlich ein ganz wichtiges Thema, aber denke für uns ein extrem wichtiges Thema, vor allem deswegen, weil ja, so ein Trade eingehen ist natürlich immer möglich, aber viele machen das eben auch, vielleicht nicht unbedingt, nicht wir, aber ich kenne eben viele Buy-and-Hold-Trader, die überhaupt nichts über den Exit Gedanken machen, sondern das sozusagen immer weiterlaufen lassen. Das denke ich mir, ist aber vielleicht nicht so die richtig gute Strategie. Zu jeder Strategie gehört letztendlich auch eine Exit-Strategie. Und gucken wir mal, was Investopia hierzu schreibt. Mal sehen, ob ich das ein bisschen größer kriege, aber es müsste reichen, hoffentlich. Also Exit Strategy ist a Key Look. Ich lese das mal vor. Und zwar, ne, nehmen wir mal mein Zeichenwerkzeug. Und es ist leichter für euch zu verstehen, wo ich gerade bin. Also hier, ne, der will nicht so richtig. Money Management is one of the most important, at least understood aspect of trading. Das ist richtig, ne? Many traders of instant enter a trade without a kind of exit strategy, was ich eben gesagt habe, ne? Viele sind sich eben nicht im Klaren darüber, wie sie eigentlich so ein Trade dann wieder verlassen werden. Was hier in diesem, also das ist hier von Investopia, dieser Auszug hier, und zwar, was hier natürlich nicht richtig ist, Money Management, also diese Stoppsystematik, das wird oft verwechselt und das ist hier auch in diesem, ja, in dieser Definition mit drin. Money Management besagt letztendlich, redet über das, wie viel sollen wir einsetzen. Also die Position Sizing hat jetzt nicht unbedingt direkt was mit dem Stopp zu tun, natürlich indirekt, dass wir häufig die Position Sizing aus der Entfernung des Stopps ableiten können, das ja, aber das Thema Exit-Strategien ist nicht unbedingt das Thema Money Management. Money Management, der Begriff ist sowieso ein bisschen ja, intransparent, besser ist hier von Positionsgröße zu reden. Also hier geht es darum, wann wir unsere Strategien verlassen, wann sind unsere Exit-Points, darum geht es. Und vielleicht, ja, gehen wir weiter in der Definition. And are often more likely to take premature profits or worse run losses. Ne? Also, dass man hier eben über Profit-Targets, das gehört eben auch dazu. Es geht generell, also wenn ich jetzt heute definiert hätte, wir reden nur über Stop-Loss, dann wäre das doch relativ begrenzt. Hier geht es generell, welche Möglichkeiten gibt es, Trades zu verlassen? Wie sind dort die Exit-Strategien? Traders should understand what exits are available
to them and attempt to create an exit strategy that will help minimize losses and lock in profits. Ne? Also es gibt zwei Seiten, das werden wir dann auch noch in der Klassifikation sehen. Einmal ist das Ziel natürlich klar, die Verluste zu begrenzen, aber eben auch die andere Seite, das ist genauso eine Exit-Strategie, ein Profit-Target, wenn ich ein Trade mit einem Profit-Target verlasse, ne, im Idealfall, dann ist das natürlich, beende ich ja auch den Trade und das ist jetzt aber auch eine Möglichkeit, eben um dann Gewinne zu sichern und nicht jetzt die ja, Risiken zu minimieren, das gehört zusammen natürlich, aber es ist die andere Seite der Medaille, ne, der Exit-Strategien. Okay, dann hier die Takeaways. Ne? When it comes to trading a decision of when to buy a stock can sometimes be easier than knowing when to, ne? Also es ist ganz klar, es ist natürlich leichter, mal um so einen Trade einzugehen, ne? Aber die Exit-Szenarien sind erheblich wichtiger häufig, das merkt man gerade so im Backtest. Also es gibt sogar Modelle, wo man zufällig in einen Trade reingeht. Also wirklich so randommäßig eröffnet man einen Trade und man kann durch ein geschickte Position Sizing und eine geschickte Exit-Strategie hier sogar noch langfristig eine Performance erzielen. Also solche Modelle gibt es. Würde ich jetzt nicht unbedingt traden wollen, aber wie gesagt, ich sehe auch die Exit-Systematik als wichtiger bei der Entwicklung. Das Entry ist auch wichtig, aber das ist meistens relativ schnell designt und getestet. Aber die Exit-Strategien sind hier wichtiger. Ne? Und klar, es geht hier dann weiter, um diese Exit-Punkte dann zu definieren, wenn man, beziehungsweise vor allem ganz wichtig für mich ist vor allem, wenn ich einen Trade eingehe, dann weiß ich, bevor ich diesen Trade eingehe, kenne ich meine Exit-Strategie. Ne? Das ist der entscheidende Punkt. Nicht, ich gehe in keinen Trade ein und mache dann irgendwo, überlege mir dann später, wenn ich da mal rausgehe, ne? Oder wie die Buy-and-Hold-Trader, die vererben das und sollen die Nachkommen, dass irgendwie die über sich über die Exit-Strategie Gedanken machen. Also das ist immer ein ganz wichtiger Punkt, dass man im Vorfeld weiß, wann ich denn hier aus diesem Trade rausgehe. Für uns sind das hier alles ziemliche Selbstverständlichkeiten, aber trotzdem hier soll das mal erwähnt sein. Dann hier auch mal wieder eine kleine Unterbrechung. Ne? How about that? He did have an Exit-Strategie. Das meinte ich gerade zum Vererben, Buy and Hold. Und dann kommen wir jetzt eigentlich zu der eigentlichen Klassifizierung. Ich hoffe, das ist halbwegs lesbar. Ist vielleicht ein bisschen klein, aber ich kann das irgendwie ein bisschen größer machen hier eigentlich. Doch ja, können wir vielleicht, die Schrift ist schon groß genug, aber ich denke mir, das sollte gehen. Also die eine Seite natürlich Buy and Hold, ne? Da hat man halt keinen Stopp, keine Exit-Systematik. Natürlich haben viele dann auch noch einen ja, fundamental orientierten Stopp, dass man also Unternehmen dann gegebenenfalls rausnimmt, gerade bei einer Dividendenstrategie, die eben ihre Dividende nicht erhöhen. Das wäre dann durchaus dann auch eine kleine Exit-Strategie. Das geht schon, aber wie gesagt, Buy and Hold bedeutet eben keinen Stopp. Dann gibt es von der Definition her den sogenannten Stop-Loss. Mal hier mal wieder da, wo ich bin. Also der Stop-Loss bedeutet letztendlich eine initiale Position, die man, also die Position, die eröffnet, dass man dort einen initialen Stopp setzt. Ne? Der wird dann nicht nachgezogen, sondern der bleibt einfach für den Lauf eines Trades im Markt. Ne, das, da braucht man natürlich vielleicht dagegen, muss man auf der anderen Seite auch irgendwie rauskommen mit einem Profit-Target. Aber das ist von der klassischen Definition Stop-Loss. Erinnern mich daran, als ich so 1998, 99 an den Markt kam, also nach Deutschland kam und es war gerade die Zeit des neuen Marktes. Und ja, da brach natürlich vieles zusammen und viele Leute hatten sich dann eben auch verzockt. Ne? Diese ganzen Newbies, die dann irgendwelche IPOs, zum Beispiel die Telekom gezeichnet haben, ne? Die wurden dann natürlich oft kalt erwischt. Und ich weiß danach, so in diesem Zuge, so 2001, 2002, wenn man dann zu Vorträgen ging, war der Referent dann immer ganz stolz, wenn er den Leuten erzählte, ja ganz wichtig ist, sie müssen Stopp setzen. Ne, wenn man dann nachhakte, welche Stops meinen sie eigentlich, dann kamen sie dann ins ja, Rotieren. Aber die trotzdem diese Erkenntnis, ne, dass man irgendwelche Exit-Strategien hat, war dort offensichtlich damals relativ neu, zumindest in Deutschland, und wurde dann beinahe auf jedem Vortrag 2001, 2002 aufgeführt, ohne natürlich genau zu wissen, worum es da sich eigentlich im Konkreten handelt. Was der nächste Step ist, ist halt dann ein sogenannter Break-Even-Stop. Das heißt,
wenn man so und so zum Beispiel, man hat irgendwie plus 5%, dann zieht man sozusagen den Stopp auf den Einstiegskurs rauf. Gibt natürlich Varianten da auch ohne Ende, aber das sogenannte, der erste Step eines Trailing-Stopp ist dann häufig dieser sogenannte Break-Even-Stopp. Das kann man dann sozusagen als ein Modell verwenden. Und die nächste Ebene ist dann der sogenannte Trailing-Stopp. Das heißt, weiter machen wir eine Long-Position auf, sagen wir mal hier, und das Ding läuft irgendwie in unsere Richtung. Dann ziehe ich halt hier eben sukzessive, nehmen wir mal, hier sitzt der Stopp, und dann bei dem Punkt ziehe ich den irgendwie jetzt mal diskretionär nach, ne? Also das ist eben so ein Trailing-Stopp, den ich immer wieder weiter nachziehe. Das ist der klassische Trailing-Stopp. Dann gibt es noch andere Varianten, die vor allem beim Swing-Trading ganz wichtig sind, der sogenannte Time-Stopp. Auch das ist ein Exit. Das heißt, wenn ich sage, okay, in so ein Swing-Trade dauert vielleicht so im Durchschnitt 5 Tage, und wenn so ein Swing-Setup innerhalb von 10 Tagen oder so nicht aufgeht, dann geht man halt raus aus der Position. Das muss man natürlich auch testen, aber hier macht oft dann auch so ein Time-Stop einen Sinn. Gerade Time-Stops sind natürlich gerade wichtig im Bereich des Options-Tradings. Ne, da haben wir hier gleich noch ein paar Besonderheiten beim Optionsbereich. Und was wir dann als nächsten Punkt haben, ist natürlich ganz klar so eine Art Profit-Target. Das ist nicht für jedes System sinnvoll, ne? Aber für ganz, ganz viele Systeme, vor allem im Optionsbereich, sind Profit-Targets eigentlich Muss bei vielen Systemen. Und das führt natürlich dann auch zu einem Exit. Dann schon, wie erwähnt, Fundamental Stop, ne? Dass ich also sage, okay, ich bin in eine Aktie investiert, gehe halt raus, wenn das fundamental nicht mehr in Ordnung ist. Oder es stehen zum Beispiel Earnings an, und wenn die Schwankungen über Earnings doch zu hoch sind, kann man das eben vermeiden, indem man halt vor den Earnings rausgeht. Also es gibt dann eben fundamentale Gründe. Oder es gibt eine News zu dem Unternehmen, dass irgendwas jetzt nicht rund läuft in dem Unternehmen und die Kriterien, die zur Auswahl dieser Aktie geführt haben, jetzt nicht mehr erfüllt sind, dann kann man das eben auch beenden, und das ist letztendlich auch ein Exit. Im Optionsbereich gibt es hier natürlich ohne Ende noch weitere Varianten, zum Beispiel zu nennen Delta-Stopp, dass man, sagen wir mal, Naked Put verkauft man irgendwie Delta 10 und geht dann, beendet den Trade bei Delta 30 zum Beispiel, also einen sogenannten Delta-Stopp. Viele benutzen auch Volatilitätsstopp, also so eine Art Wohlerfilter, dass sie sagen, okay, ich beende den Income-Trade, wenn der WIX größer 20 ist, nur so als Beispiel, ne? Also da gibt es eine ganze Menge Varianten natürlich. Und dann gibt es natürlich so einen Income-Stopp. Das machen auch ganz viele. Sie sagen, okay, ich kann maximal irgendwie $100 vereinnahmen, und bei einem X-fachen Verlust gehe ich dann raus, ne? Viele haben dann so ein Exit, dann einen zweifachen, dreifachen und Varianten ohne Ende. Aber das Allerwichtigste bei diesen ganzen Geschichten, ich glaube, das ist hier der nächste Punkt, ne? Das ist all diese ganzen Stops, diese Exit-Strategien sind abhängig von der eigentlichen Strategie. Und das bedeutet, um hier die konkrete Auswahl zu treffen, welche Exit denn hier sinnvoll sind, beziehungsweise eben nicht, ne? Und wenn ja, mit welcher Einstellung, das kann man letztendlich nur über einen Backtest lösen, ne? Und das ist eben die Problematik, die viele haben, dass sie eben keine Backtests zu ihrer Strategie gemacht haben und eben dadurch auch so ein bisschen mehr oder weniger im Dunkeln tappen und nicht genau wissen, was denn hier ein sinnvoller Exit ist. Ne? Also hier zum Beispiel diesen genannten hier Optionsstrategien, ne? So ein Income-Stop, dass ich sage, okay, was ist denn da sinnvoll? Ne? Um das rauszukriegen, muss ich längere Backtests machen. Ich kann nicht einfach blind da irgendwie so ein Trade aufmachen und mir so eine Pi mal Daumen-Regel ausdenken, ohne da Tests zu machen. Das geht gar nicht, und machen aber leider auch viele. Man kann eben hier einzelne Varianten durchspielen, am besten im Backtest, und kann dann sagen, okay, das funktioniert, oder eben hier ist es überhaupt notwendig, ein Stopp. Es gibt auch einige Strategien, die ohne Stopps auskommen, dafür aber gut mit einem Profit-Target laufen und so fort. Aber um das zu belegen, braucht man letztendlich einen Backtest, und das ist, wie gesagt, von der Strategie abhängig. Okay, das zur Klassifikation. Jetzt kommen wir mal, ich habe mich jetzt auf den, ja, was ja auch die Ausgangsfrage war, was denn jetzt so ein Beispiel Wohler-Stops, was es für Trailing-Stops gibt. Da gibt es eben auch ohne Ende Varianten. Einmal gibt es dann, ich beziehe mich hier auf ein Daily Setup, Daily Long Setup. Ne? Wir haben also die Variante,
dass wir letztendlich vom Schlusskurs, vom High-Low Open oder Average letztendlich irgendwas abziehen. Also ich zeichne hier nochmal grob, ne? Also wenn das hier unser Kurs ist, ne? Kursverlauf, und wir ziehen halt hier in blau gehalten jetzt hier diesen Stopp irgendwie nach, der hier irgendwie ranläuft, ne? Also im Idealfall, ne? Und dann irgendwann, wenn der hier dann das unterschreitet, ist dann halt unser Exit. Und es gibt eben ohne Ende Möglichkeiten, jetzt diese blaue Linie zu definieren. Und zwar, wie kann man sie definieren, dass man das entweder, man zieht etwas ab, was man abzieht, darauf kommen wir gleich noch, vom Schlusskurs. Und in diesem Fall, ja, habe ich mich auf Tageskurse, dasselbe ist natürlich auch Intraday. Man kann vom High was abziehen, man kann vom Low was abziehen, man kann natürlich auch vom Open was abziehen, wird allerdings selten gemacht, oder vom Average. Ne? Ich kann aus diesen Kursen Open, High, Low, Close, verschiedene Average-Varianten basteln. Das wäre dann sozusagen der Kerzenschwerpunkt, davon was abziehen. Oder was man auch machen kann, ich kann vom letzten High, Last High, immer nur was abziehen. Da gibt es eben auch verschiedene Unterschiede. Ich nehme mal hier so, hier zum Beispiel an dieser Stelle haben wir ja hier das letzte lokale High. Da wird dieser Stopp berechnet. Und wenn der hier halt hier rumeiert, dann passiert keine neue Berechnung. Erst wenn es wieder ein neues High gibt, ne, dann wird wieder neu berechnet. Also da gibt es eben Varianten ohne Ende. So, das ist also die erste Frage, wovon ziehe ich denn diesen Stopp ab? Ne? Wie berechne ich die? Und der Algorithmus ist eigentlich in der Regel derselbe vom Prinzip her. Das heißt, wenn ich hier eine Berechnung vornehme an dieser Stelle hier, dann und ich komme jetzt hier auf einen Wert, sagen wir mal auf diesen Wert, dann wird nicht nachgezogen, weil der muss halt höher als der davor sein. Ne? Also ein Trailing-Stopp geht immer nur in eine Richtung. Wenn der jetzt die Berechnung hier tiefer liegt, ne, das würde nicht bedeuten, dass dieser Stoppkurs nach unten angepasst wird. Kann man natürlich auch machen, wer es möchte, aber in der Regel wird so etwas nicht gemacht. Also immer nur, wenn der berechnete Wert höher liegt als der Stopp davor, wird er letztendlich getrailt nach oben nachgezogen, nicht in die andere Richtung ziehen. So, und was man dann abziehen kann, da gibt es natürlich auch Varianten ohne Ende. Man kann einmal einen Absolutwert abziehen. Ne? Das ist natürlich relativ schnell verstanden, dass das nicht unbedingt viel Sinn bringt. Ne? Also vielleicht bei Einzelwerten kann man dann sozusagen so einen Absolutwert nehmen. Aber wenn man einen längeren Backtest macht, dann stellt man fest, ne? Also das ist schon besser, der nächste Step einen prozentualen Wert zu nehmen. Ne? Also nehmen wir an, das rote wäre hier der S&P 500. Würde man sagen, okay, so ein 3% Stopp, dann berechnet man halt immer von dem jeweiligen Wert, zieht man da 3% ab, und das definiert halt diese blaue Linie. Das Problem ist, wenn man prozentual vorgeht, dass man eine Stoppsystematik hat, die dann nur bei diesem Wert vielleicht funktioniert. Ist ganz klar, ein 3% Stopp macht zum Beispiel bei so einem Bond wenig Sinn, weil der bewegt sich vielleicht gar nicht um diese Dimension. Da wäre ein anderer Prozentwert viel besser. Jetzt möchte man natürlich nicht irgendwie das ja personalisieren, indem man sozusagen für jedes Underlying so einen optimalen Prozentwert berechnet, den man dort abzieht, sondern die sinnvollste Stufe ist letztendlich, dass man das volatilitätsabhängig macht, dass man sagt, okay, berechne die Volatilität, kommen wir gleich noch drauf, und ziehe die letztendlich von dem jeweiligen Kurs ab. Und da die Kurse, die Underlyings eben auch unterschiedliche Volatilitäten haben, passen sich so diese Stops auch idealerweise, das ist die Idee, allgemeingültig den Underlyings an. Volatilität, klassischerweise benutze ich hier die Average True Range, gibt natürlich andere Volatilitätsmaße. Average True Range ist letztendlich die Tagesbewegung unter Berücksichtigung der Gaps. Das gibt es auch ohne Ende Definitionen im Internet. Letztendlich große Kerzen bedeutet eben eine große ATR und so fort, ist letztendlich ein Volatilitätsmaß. Und dann kann man eben hier von dieser roten Linie, hier in grün jetzt dargestellt, hier ein ATR meist mit einem Faktor abziehen. Dann machen wir gleich nochmal ein paar Backtests. Und das sind, das ist letztendlich die Strategie, die einen Vorteil hat, dass man das eben auf jedem Underlying benutzen kann. Sozusagen zum Beispiel Close minus drei- oder fünffache ATR.
und muss dann nicht jedes Mal diese Sache neu einstellen. Was benutze ich? Wir kommen dann noch zum Backtest. Nochmal als Beispiel machen wir das mal in der TOS. Haben zwar nicht alle von euch, aber nochmal als Beispiel. Hier sehen wir in grün gepunktet hier, jetzt nehmen wir mal eine andere Farbe, sorry, den Einwohlerstopp. Ne, auf die Einstellung machen wir gleich noch ein paar Tests zu. Das war ja auch eine Frage. Da sehen wir letztendlich, ja, solange er drüber ist, wird das hier in grün gezeichnet, wird das dann in dieser Kerze durchbrochen, wird dann der Volatilitätsstopp auf der anderen Seite gezeichnet, hier in blau oder lila dargestellt, ne, bis er dann hier durchbrochen wird. Dann passiert das hier wieder, ne, und so fort. Gut, das ist hier kein ideales Instrument. Das ist hier DBE, das ist ja Zufall. Die Energy Futures, aber vom Prinzip her, und was man eben machen kann, ist eben, dass man das sozusagen auf mehreren Underlyings probiert. Wir können ja hier mal irgendwelche anderen auswählen. Was nehmen wir mal? Ja, eine Aktie, ne? Also eine Apple, ne? Ist genau dasselbe Setup, ne? Wir sehen, so eine Apple schwankt natürlich deutlich stärker und deswegen, ja, funktioniert das vielleicht nicht idealerweise bei einer Apple, aber wir können ja irgendwas anderes mal nehmen. Gucken wir uns mal Silber an, ne? Ja, Silber sehr volatil, aber wir sehen im Moment ja eine gewisse Aufwärtstendenz eben liegen oberhalb des Stopps. Man kann das eben ganz gut verwenden oder eben auch in Anleihen. Ich sage gerade ja TLT, ne? Also wunderbar. Hier sehen wir die letzte kleine Aufwärtsbewegung in den 20-jährigen 20 US-Staatsanleihen. Und wie gesagt, das ist hier jetzt ein ATR-Stopp. Jetzt muss ich mal gucken, mit einem Faktor, das kann man hier ablesen, hier oben 3,5. Ich komme am Ende, was ich eigentlich verwende, ist also eher die 5. Ne? Das war ja auch so eine Diskussion, aber machen wir gleich noch ein paar Backtests zu. Da habe ich nämlich auch einen Fehler gemacht, aber das werde ich euch genauer dann noch erläutern. Also machen wir mal 5, ne? Das ist jetzt Faktor 5. Der ist so ein bisschen, ja, hat den Vorteil, dass er dann ein bisschen weiter weg ist, wird dann nicht so häufig ausgestoppt und dann geht das auch hier mit so einer Apple nochmal als Beispiel in Aktien. Sehen wir hier vielleicht einen Tick besser. Das muss man sich natürlich längerfristig angucken und man kann das eben dann auf Weekly-Ebene machen oder dann eben gehen wir mal auf Stundenebene mal rein. Nee, dann wollte ich jetzt nicht rein, da rein. Ne, sagen wir mal, oder noch kleineren Zeitrahmen, 15 Minuten, ihr seht, da haben wir eben auch diese Stopp-Systematik, das ist jetzt immer dasselbe. Das ist jetzt hier auch noch außerbörslich, glaube ich, nicht ideal. Aber ihr seht, das kann man eben auch in anderen Zeithorizonten so verwenden. Und wie gesagt, die Variable ist letztendlich diesen Faktor, den man da abzieht. Ne? Und die Diskussion, oder warte mal, ich gucke erst noch mal rein, die Diskussion, was verwendet man? Wie gesagt, welchen Faktor verwendet man, muss man letztendlich Backtests machen. Und ich hatte bei dem letzten oder vorletzten Monday-Meeting gesagt, dass ich jetzt ab neuem die 3,5 verwende, den Faktor, statt vorher 5 auf, wie gesagt, das bezieht sich hier auf Daily-Basis. Und ich habe dann aber nochmal einen Backtest gemacht und dann zu meinem Schrecken festgestellt, dass ich hier alten Source verwendet habe. Also diese Stoppberechnung, können wir auch mal reingucken. Wie sieht sowas aus? Das ist Alster-Index. Also ab hier geht das los. Ne, das ist auch relativ umfangreich. Und da hatte ich halt einen alten Source genommen, wo der Stopp nicht das ist, was ich da tatsächlich auch bei der TOS verwende und kam dadurch zu anderen Ergebnissen. Deswegen habe ich jetzt nochmal einen neuen Test gemacht, den ich euch gleich mal zeige, wo ich dann halt mit dieser Variante rumspiele. Ne? Hier oben seht ihr hier diesen definiert als Konstante, diesen ATR-Faktor, zum Beispiel hier 3,5. Und was habe ich jetzt gemacht? Jetzt gucken wir uns mal einen Backtest dazu an, und zwar ein Trendfolgemodell, und zwar auf dem Nasdaq 100, wobei ich jetzt hier keinen Backtest mache mit survivorship biasfreien Daten, sondern ich gucke mir jetzt nur die aktuellen Werte an. Also diesen Backtest generell jetzt mit Vorsicht zu genießen, aber mir ging es generell erstmal darum, was läuft denn besser? Ne, das kann ich auch mit einem survivorship bias behafteten Sample durchaus machen, damit rumspielen, weil ich will da jetzt noch, wenn ich das traden möchte, dann muss ich natürlich dann mit survivorship bias freien Daten arbeiten. Survivorship bias bedeutet letztendlich nichts anderes, als dass man sozusagen die historisch guckt, welche Werte waren denn im Nasdaq 100 zu dem Zeitpunkt, wo diese Trades aufgesetzt werden oder getestet werden.
drin. Ne? Wenn man jetzt die Zusammensetzung nimmt, dann sind natürlich dort Werte enthalten, die früher da nicht drin waren. Das muss nicht immer ein negativer Effekt sein, weil es sind ja auch einige Übernahmen drin, die dann, wo die Werte dann explodieren und so fort. Aber ich wollte jetzt einfach nur mal generell diese Frage stellen, was ist denn nun besser? Und habe einfach nur mal für so einen Schnellschuss diese aktuelle Nasdaq 100-Serie genommen. Und was ich hier mache, ich mache auch etwas, was man in der Praxis auch nicht traden würde. Ich gucke nämlich jetzt alle diese 100 Werte an. Ne? Also ich glaube, es sind auch 101, das spielt keine Rolle. Und zwar will ich einfach nur mal gucken, wie ist dann für den aktuell zusammengesetzten Nasdaq 100 diese Systematik, was läuft besser? Ein Faktor 3, 5 oder ein 5. Nur mal als Beispiel. Und das habe ich hier schon vorgearbeitet. Hier haben wir den Faktor 5. Und wie gesagt, hier werden alle getradet. Gucken wir uns mal die Equity-Kurve an. Das sieht richtig gut aus. Das ist okay. Aber das ist gar kein Handelssystem, auf was ich jetzt abfahre. Wie gesagt, ist ja die genannten Schwächen mit drin. Was hier aber gemacht wird, und zwar trade ich alle, ne, 100.000 € nochmal als Beispiel, und ich setze 1% ein, ne, jeweils von der Vermögenskurve. Wir sehen eben auch hier an dieser Vermögenskurve, hellgrün ist da, wo man den Einsatz fährt. Ne, man könnte jetzt also auch noch ein bisschen mehr einsetzen. Dunkelgrün ist dort, wo er letztendlich keine Position offen hat, beziehungsweise, ja, oder hier unten, ja, er setzt also maximal sowieso weniger ein, als er hat. Wie gesagt, 1%, ne, er ist ja nicht immer voll investiert, ne, 1% deswegen, dass er im Maximalfall dann wirklich alle 100 Werte traden dürfte. So, und wenn man sich das hier mal anguckt, dann interessiert nicht wirklich die Performance per anno, obwohl die natürlich ja super aussieht, sondern und auch nicht der Drawdown, auch das ist nicht relevant, sondern entscheidend ist hier für mich, wenn ich solche Tests mache, dass ich darauf achte, erstmal, wie häufig tradet das Ding? Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ne? Also der hat hier 5.000 Mal getradet, roundabout. Und worauf ich dann achte, ist vor allem der Average Profit Loss. Also wir haben hier einen Average Profit Loss bei der 5er-Variante von 3,18, ne, die sich wie folgt zusammensetzt. Wir haben hier, das ist typisch für Trendfolgemodelle, eine Trefferquote von, ja, in der Regel sogar normalerweise sogar um die 30%. Hier haben wir sogar einen Faktor von 46%, ne, der Trades, die positiv laufen. Und wenn sie positiv laufen, hat der Average Profit hier einen Wert von 12%. Die Haltedauer sehen wir hier auch. Die Average Bars hält 54 Tage. Und die andere Seite, ne, das ist natürlich dann auch genauso groß, aber der Verlust ist kleiner, weil wir werden relativ schnell ausgestoppt. Das ist typisch Trendfolge. Ne? Man wird schnell ausgestoppt. Wenn der Trend aber mal läuft, dann läuft. Wir sehen eben hier, wenn die ausgestoppt werden, eine durchschnittliche Haltedauer so von 17 Tagen. Und worauf ich jetzt im Vergleich achte, ist jetzt nicht auf diese Profit-Faktor oder auf Sharpe-Ratio oder Alza-Index und solche Geschichten, sondern ich achte hier mehr, wenn ich so einen Test mache über 100 Werte gleichzeitig, dann gucke ich mir an, wie ist überhaupt der Average Profit für so ein Modell. Und jetzt schalte ich mal rüber auf die Variante mit einem 3,5er Faktor. Also das ist nochmal die jährliche Verteilung. Wir sehen bei 3,5, die Anzahl Trades gehen natürlich nach oben. Was logisch ist, ne, der tradet ja häufiger, weil er eben schneller ausgestoppt wird. Deswegen geht er dann auch mal wieder eher rein. Also er ist hier häufiger mit drin. Aber ihr seht hier zum Beispiel hier der Average Profit hier nur von 2,3. Das ist auch super, das ist okay. Aber eben die 5er-Variante war deutlich besser. Wie gesagt, Fehler meinerseits, dass ich beim ersten Backtest einfach einen Fehler in dem Skript mit drin hatte. War super, dass ich mir das jetzt nochmal angeguckt habe und das nochmal festgestellt habe und dann nochmal einen neuen Test gemacht. Also Ruder zurück, ne? Ich werde jetzt den Fünferfaktor wieder benutzen, so wie vorher auch. Das war ein Fehler meinerseits, kam vor. Ja, wir sehen hier, klar, wir können jetzt noch ins Detail reingehen, aber wir sehen, Faktor 5 funktioniert hier halt auf Daily-Basis doch ein Tick besser. Ist es jetzt nicht gigantisch ein Riesenunterschied? Ne? Man muss hier schon ins Detail gehen. Man könnte jetzt diese einzelnen Informationen jetzt auseinandernehmen.
Aber ihr seht jetzt, wenn man so grob den Profit-Faktor kann man hier auch nehmen, ist hier 1,85. Ne? Bei dem anderen Ding ist der nicht das Ding bei 2,10. Ne? Ist jetzt nicht gigantischer Unterschied. Ne? Also beides geht, hat beides Vor- und Nachteile. Der höhere Anzahl Trades ist natürlich ein kleiner Nachteil, weil ich dann eben mehr tun muss. Wenn man also mit weniger Trades genauso viel erreicht, würde ich immer weniger Trades natürlich bevorzugen. Aber ihr seht hier bei den Aktien insbesondere funktioniert hier so ein Faktor 5 eigentlich am besten. Okay, dann gucke ich mal rein, was habe ich noch zu dem Thema? Ja, genau, wir machen dann auch, fangen demnächst jetzt mit so einer Wälzlab-Schulung an, wo wir genau diese Sachen mal durchspielen. Wen das interessiert, gerne eine Mail an mich. Na, die startet jetzt an diesem Mittwoch. Jeden Mittwoch machen wir da eine kurze Schulung zu dem Thema Backtest. Ne? Ist natürlich nicht jedermanns Sache, aber ist natürlich eine Problematik, wenn man letztendlich irgendeine Systematik testen möchte, ne, oder sag mal, treten möchte, besser so rum, dann ist es eben schon entscheidend, dass ich hier eben solche Backtests vornehme, um rauszukriegen, was ist denn hier eine sinnvolle Einstellung. So, wo kann man jetzt diese Trailing-Stops anwenden? Jetzt gehe ich hier mal wieder auf Daily-Basis. Mach das vielleicht auch mal ein bisschen länger, damit wir mehr sehen. Nochmal 5 Jahre. Ne, das sind immer noch die Apple. Ne? Da gibt es natürlich bessere Werte, die leichter zu traden sind, ne? Oder besseres Trendverhalten zeigen. Aber ihr seht, im Groben passt das. Ne? Also wir können jetzt auch mal Apple ist ja hier eh so ein Sonderfall. Gucken wir uns mal den Spider an. Ne? Also hier in der TOS relativ leicht einzustellen. Ihr seht, auf Daily-Ebene haben wir hier oben gerade kürzlich so einen Ausbruch gehabt. Das läuft schon ganz okay. Es funktioniert. Ne, ihr seht zum Beispiel hier im Corona-Bereich, im Corona-Crash-Bereich wurde halt früh, sorry, ein bisschen blöd gezeichnet, früh halt dieser Stopp unterschritten. Ne? Und gut, ja, hat er natürlich auch relativ spät wieder eingeschaltet. Das liegt eben auch daran, mit so einer V-förmigen Erholung kann man natürlich mit so einem Backtest schlecht umgehen. Aber es funktioniert im Wesentlichen. Das geht eben auch, wie gesagt, mit Anleihen oder machen wir hier den Euro-Dollar, ne? Also in diesem Fall den Dollar-Index. Ne? Wir sehen eben schön, vergrößere das mal für uns, schön diesen Aufwärtstrend hier im Euro, ne, besser gesagt im Dollar-Index, ne? Im Euro natürlich umgedreht. Und wir sehen auch, eben auch zuletzt, dass wir eben diesen Aufwärtstrend im Dollar verlassen haben. Da läuft halt der Euro wieder besser. Und das kann man eben, ich habe jetzt eben dieselbe Einstellung, Faktor 5,0 hier den ATR Trailing Stop verwendet wie bei den anderen und es geht ja, bei so ziemlich jedem Underlying. Ne? Hier könnte man sich sogar überlegen, wenn man das personalisieren würde. Hier wären wir gerade so ausgestoppt an der Stelle und dann läuft die Party weiter. Ne? Hier würde wahrscheinlich im Backtest ein Trailing Stop vielleicht von 5,2 besser sein, aber das will ich gar nicht haben. Das wäre ja die Frage: Ist das jetzt schon eine Optimierung oder? Ne, man kann das, wie gesagt, auch mit Personalisierung umschreiben, aber es ist im Prinzip dasselbe. Mir ist halt so ein allgemeingültiges Modell hier lieber und das kann man halt mit so einem Volatilitätsstopp ganz gut erreichen. Okay, die TOS haben nicht allzu viele, dann gucken wir uns das mal mit in TradingView an. Wo habe ich es mal kurz aufrufen? Klar, Moment. Wir können es auch gleich mal bei. Weil ich gerade, müsste gerne wundern, nee, warum kann ich jetzt auswählen? Okay, machen wir mal auch wieder und nehmen wir dann den QQQ. So, das dauert hier einen Moment, klar, Moment. QQQ, ich wollte nur den Stopp zeigen bei TradingView. Es gibt eben, und das ist eine kleine Problematik, es gibt eben auch bei diesen Volatilitätsstopp-Varianten ohne Ende. Man kann also sehr schnell, das nehme ich auch mal raus, man kann hier sehr schnell auch ja nicht nur andere Faktoren nehmen, sondern eben, hatte ich ja schon gesagt, wovon man sozusagen die Sachen abzieht, vom Schlusskurs, vom High, Low oder irgendwelche anderen Varianten oder vom gleitenden Durchschnitt könnte man ja auch machen oder vom Karma oder vom Pharma, Mama. Also man kann da relativ schnell irgendwelche neuen Varianten schreiben, gibt dem Kind dann gleich einen neuen Namen. Und dann nennt man das dann Supertrend, wie vorgekommen. Und jeder denkt, ah, das ist irgendwie was Neues oder was Tolles ist. Aber alles dieselbe Suppe letztendlich. Und man kann
Ja, da Varianten ohne Ende anwenden. Deswegen muss man mal darauf achten, wenn man Backtest mit einer Systematik macht, dass in der Software, die man dann in der Umsetzung verwendet, auch wirklich dasselbe drin ist. Und wir haben hier in dem Trading View diesen Indikator programmiert. Das findet ihr einmal unter nicht Lofo, jetzt vertippe ich mich auch noch. Einfach, oh, jetzt vertippe ich mich sogar zweimal. Das kommt davon, wenn das blöde Mikro im Wege ist. So, Loro Vola Stop New. Ich glaube, das hatte ich hier geändert. Oder machen wir hier ein bisschen noch am Programmieren dran. Das ist aber im Wesentlichen auch dieser Volatilitätsstopp. Das ist geskriptet. Man hat ja hier eine Skriptsprache, wo man sich sozusagen die Programmierung angucken kann. Wir gehen da mal rein. Das ist dieses Zeichen, Source Code. Und das hier auch mal raus. Oh, wieder Werbung. Das ist hier von dem Frank Schäbel programmiert worden. Der ist ja auch in unserer Trading-Gruppe mit drin. Und wir sehen hier halt ja, relativ leicht programmierte Geschichte, wie das definiert ist. Hier wird halt, wie wir sehen, vom Close abgezogen. Ne? Und das ist halt die Definition. Und man kann eben hier in den Settings, das machen wir mal, ich muss mal wieder raus hier. Okay, jetzt habe ich es ganz auf dem Bildschirm, das wollte ich gar nicht. So rum. So, das wollte ich so rum machen, damit wir mehr sehen. Und man kann eben hier in den Settings dann eben diese Faktoren einstellen. Erstmal die ATR-Länge wird hier eingestellt. Die habe ich standardmäßig als 20. Die letzten 20 Tage werden hier zugrunde gelegt, um die Average True Range zu berechnen. Und hier ist halt dieser Multiplier drin. Wobei ich glaube, hier gibt es noch keine Nachkommastellen. Das müssen wir nochmal programmieren. Das ist aber nur eine kleine Änderung im Source. Ne? Da muss halt statt Integer nur Float genommen werden. Da kann man hier eben den auch zum Beispiel 3,5 einstellen. Ne? Also hier das Auswählen. Es gibt diesen Stopp auch. Nochmal raus, auch mit dem RSI, aber wie gesagt, so eine Kombination, wo man den RSI da gleich mit drin hat. Ich tippe das auch mal ein. Achso, ist hier gleich am Anfang sogar. So, ich wähle mal aus. Dazu. Jetzt sehen wir eben auch nochmal denselben Stopp, aber dann noch mit einer ja, Visualisierung der RSI-Systematik. Aber das machen wir dann, wie gesagt, am nächsten Montag. Ne? Also hier gibt es die Möglichkeiten, eben hier auch so einen Stopp einzupflegen. Wenn ihr hier zum Beispiel unter Vola-Stopp was eingibt, Vola, machen wir es mal so, oder Volatility-Stopp, ne? Also hier seht ihr unten schon, ne? Ohne Ende Varianten, ne? Aus der Community. Ne, Volatility Calibrated, ATR, ne, gibt es noch Varianten, Switch Indicator, Stop und so weiter. Orientiert euch, wenn ihr da Sachen ausprobiert, so ein bisschen daran, wie häufig hier die Installation war oder der Aufruf. Ich weiß nicht, was jetzt konkret damit gemeint ist, aber je mehr, desto besser ist es. Aber ihr seht hier, gibt es ohne Ende Varianten. Ne? Das setzt sich dann auch fort, Kombinationen. Also, ne, und Trailing Stop wahrscheinlich auch, wenn man so etwas eingibt. Trailing. Ne, also hier ohne Ende Varianten, ne, um jetzt rauszukriegen, was ist denn jetzt gut. Wie gesagt, geht nur über einen Backtest zu lösen, beziehungsweise jetzt im Schnellschuss kann man natürlich irgendwas nehmen, wo man sagt, okay, passt visuell ganz gut, aber wie gesagt, die letzte Sicherheit fehlt da halt und deswegen bin ich ein großer Freund vom Testen. Ich wollte eigentlich jetzt mal schnell nochmal IB aufrufen. Ihr könnt ja schon mal Fragen stellen. Dann starte ich mal kurz die Trader Workstation und zeige dort auch noch mal den Stopp. Ich hatte das dummerweise ausgemacht. Habe da auch im Moment nicht allzu viel Trades laufen, aber egal. Ich lasse jetzt mal kurz IB starten und ihr könnt ja zu diesem Thema gerne noch mal euch äußern, beziehungsweise habe ich vielleicht auch irgendwelche Varianten, Exit-Strategien übersehen, beziehungsweise dann, ja, wenn ihr konkrete Fragen habt, da gerne euch zu äußern. Kurz mal IP, kurz mal aufs Handy gucken. Zeige das nochmal den Vola-Stopp bei IP. So, dauert einen Moment. IP nimmt ja noch wieder viel Sourcen weg. Ich hoffe, das läuft. Gut, ich habe jetzt heute nicht die ganze Stoppsystematik bei Optionsstrategien. Das würde auch in diesem Rahmen
kaum machbar sein. Ne? Also das muss man, da haben wir ja auch schon drüber geredet, dass das Testen dort deutlich aufwendiger ist. Hier mit so einem direkten Testing ist das natürlich einfacher, aber natürlich schon auch ein bisschen aufwendig. Und wie gesagt, wir starten ja demnächst mit der Wells-Lab-Schulung. Zuerst hoffe ich mal, dass IB hier mal aufgeht. Dann gehen wir hier gleich. Bla bla bla. Jetzt kommt, ist das überhaupt so? Dann nehmen wir mal, ist eigentlich egal, DBE. So, gehen dann hier auf Chart. Ne? Ich starte jetzt hier also den Chart. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie da, ob ich da irgendwelche Einstellungen vorgenommen habe. Wahrscheinlich nicht, weil ich nutze das so gut wie gar nicht. Ich wollte nur jetzt einfach mal den Stopp zeigen. Das sieht ziemlich beschissen aus, aber egal. Ich weiß nicht, was ich hier noch gemacht habe. Aber man kann jetzt einfach hier rechte Maustaste rauf und dann geht man hier auf Chartparameter und dann kann man hier auf Studien reingehen. Und diese Studie, also dieser Volatilitätsstopp findet sich, ja, ist das hier in dem Bereich? Ich glaube, unter Trendstudien. Da unter Trendstudien findet ihr den Volatility-Stop. Und das ist exakt derselbe, den ich auch sonst hier in TradingView verwende. Den füge ich mal ein. So, und jetzt müssen wir den natürlich auch nochmal setzen. Jetzt setze ich den hier noch auf 5. Ach so, ja, hier, das zum Beispiel total vergessen. Es gibt natürlich dann auch noch verschiedene Glättungsvarianten. Ne? Zum Beispiel beim ATR, bei den Stops auch noch. Ne? Es gibt eine Wilder-Glättung, es gibt eine normale Glättung. Also auch da muss man aufpassen, was man da verwendet. Aber das ist hier die Standardeinstellung. Ich übernehme das mal. Dann hoffe ich, dass wir da gleich mal den Stop sehen. Ne? Hier haben wir dann eben exakt dieselbe Einstellung, die wir auch bei TradingView oder welche, die ich im Wells Lab benutzt habe. Also es geht hier genauso. Und genauso geht es auch in der TC 2000. Und so ziemlich jedem Programm ist da irgendwie sowas mit drin. Wie gesagt, man muss darauf achten, ob da letztendlich das Underlying dasselbe macht oder der Stop dasselbe macht, wie man das getestet hat. Ne? Also wenn man das dann überträgt, das gilt, diese Aussage gilt für so ziemlich jeden Indikator, für jeden Stop, ne? Dass man das überprüft, wie ist da letztendlich die Berechnung. Ne? Da geht es dann oft schon los, weil das ist immer die Frage, wie offen wird das, also wie offen wird das definiert? Ne? Kann man das irgendwo nachlesen? Ne? Idealerweise müsste man natürlich in das Skript reingucken, wie man das eben bei TradingView machen kann. Ne? Dann ist man sicher, dass auch wirklich dasselbe drin ist, was da drauf steht. Und ja, bei IB ist das nur bedingt möglich. Ne? Aber ich weiß, dass es so ziemlich ja funktioniert. Und die meisten von euch haben ja IB und können dann hier, wenn wer so einen Volatilitätsstopp verwendet, durchaus den dann bei IB verwenden. Okay, ja, bisher, ja, ich glaube, ich bin wesentlich durch. Nächstes Mal, wie gesagt, erzähle ich dann ein bisschen mehr über RSI-Setups, vielleicht auch mal wieder überfällig, können wir auch gerne mal drüber reden, beziehungsweise über andere Oszillatoren. Das haben ja heute relativ kurz. Ne? Also, vielleicht von euch noch irgendwelche Äußerungen. Habe ich irgendwelche Stops übersehen bei der Klassifizierung? Gibt es etwas, was ihr noch für Testideen habt? Gibt es irgendwas, was ihr verwendet, was ihr gut findet? Also klar, man kann natürlich auch, was wir hier gar nicht besprochen haben, irgendwelche Bollinger-Bänder nehmen, ne, um da irgendwelche Stops abzuleiten. Ne, das geht natürlich auch. Das würde ich auch im weitesten Sinne in den Bereich Volatilitätsstopps setzen. Ne. Genauso Keltner-Bänder sind natürlich, da ist eben die Standardabweichung drin. Beim Bollinger-Bänder ist es, was ist dann, ich glaube auch, nee, ich glaube Standardabweichung ist irgendwas anderes noch. Anyway. Das Problem ist nur, dass die dann eben, wenn die Vola sich stark, wenn die stark ausweitet, dann weiten sich halt die Bänder aus und dann zieht man halt den Stopp nicht nach. Aber das geht auch. Ne? Man kann auch aus Bollinger-Bändern oder Keltner-Bändern eine Stoppsystematik ableiten. Finde ich aber doch immer zu aufwendig. Ja, nutzt die Zeit. Stellt mir noch ein paar Fragen. Ich kann gerne noch was zeigen. War ich vielleicht an einigen Stellen zu schnell, sonst, ja, dann sind wir heute relativ schnell durch. Weiter auch gerne von euch bin ich natürlich für jede Anregung offen, ne, für Themen, die wir gerne besprechen können. Ne. Also finde ich klasse, wenn hier der, ja, der Werner halt sagt, okay, ne, gerne mal darüber reden. Einige kennen natürlich ziemlich genau, was ich da mache, aber
Das ist, denke ich mir immer, greife ich gerne auf, ne? Man sagt, hey, das interessiert mich, das ist irgendwie noch zu kurz gekommen, das sollten wir mal ansprechen und diskutieren. Ne? Mich würde natürlich viel mehr auch interessieren, was ihr denn für eine Exit-Strategie benutzt, ne? Also jetzt nicht im Gefängnis, sondern generell, ne? Was ihr da sozusagen bevorzugt, ne? Wäre natürlich interessant von euch. Ja, Fibonacci-Retracement zur Orientierung brauchbar. Das ist natürlich eine, ja, eine sehr interessante Frage. Und das ist letztendlich den Ball, kann man jetzt hier aufgreifen und zurückgeben. Fibonacci-Retracement werden kaum getestet. Wir hatten mal einen Vortrag damals, als ich noch den HTTA leitete in Hamburg, von der, oh, wie hieß die, Karin Koller oder so ähnlich. Die hatte auch ein Buch über Fibonacci geschrieben. Hatte da einen Vortrag, der war gut der Vortrag. Karin Roller, ja, genau. Ne? Also ich glaube, aus Stuttgart leitet sie dort die VTRD-Gruppe. Anyway, da hat sie, glaube ich, eine Studie genannt, wo es mal um Backtests zu Fibonacci-Retracements ging. Die meisten Leute, die so Fibonacci und solche Sachen anwenden, sind aus meiner Sicht so ein bisschen, ja, ich übertreibe jetzt, und vielleicht ist nicht so böse gemeint, wie ich das jetzt vielleicht, wie das vielleicht rüberkommt, so ein bisschen esoterisch orientiert, ne? Genau diese ganzen Cloud-Geschichten komme ich auch nicht so richtig mit klar, aber das ist vom Typ abhängig. Wenn jemand damit klarkommt, wunderbar. Was mir allerdings, also jetzt. Also ich bin eher der Typ, wo ich sage, ich muss da auch irgendwelche Daten bekommen. Als grobe Orientierung, ja. Ich weiß zum Beispiel, dass der Tom Hoffmann, der in Wien zurzeit lebt, beim Optionstrading viel eben Fibonacci benutzt, um da letztendlich seine Entries abzuleiten. Aber das würde ich nur so als grobe Orientierung. Backtest, ausführliche Backtests zu diesem Thema habe ich noch nicht gesehen. Und dann ist das für mich immer sehr fraglich. Ne? Also warum gibt es dazu nichts? Ne? Und so aufwendig sollte es ja gar nicht sein. Ne? Wenn ich also sage, okay, gibt es zum Beispiel einen statistischen Vorteil, wenn ich irgendwie beim Fibonacci-Retracement, keine Ahnung, ne, beim ne, 66 oder was das da ist, eine Position eröffne, habe ich da einen statistischen Vorteil? Ja, nein, das könnte man alles überprüfen. Ne? Obwohl natürlich, je mehr sozusagen ein Retracement, also sozusagen eine Gegenbewegung nach unten läuft, das werden wir dann bei den Oszillatoren sehen. Natürlich habe ich dann auch eine höhere statistische Wahrscheinlichkeit, dass man eine Gegenbewegung erlebt. Ne? Das ist letztendlich die Grundlage von Swing Trading. Aber jetzt vielleicht als grobe Orientierung, ja, ich benutze es nicht. Also, und wenn ich es benutzen möchte ich gerne vorher irgendwelche Backtests sehen, kann ich natürlich selber machen, aber ich habe da genug in diesem Bereich. Also, wie gesagt, wenn jemand damit klarkommt und da ein paar Tests zu gemacht hat, dann ist das okay. Aber das ist eben nicht ganz so einfach, wie das oft dargestellt wird. Und wenn wir dann so in Bereiche reingehen wie Idiot Waves, oh, sorry, Elliott Waves, falsche Fehlleistung, dann wird es dann richtig kriminell, weil das lässt sich dann schon gar nicht mehr programmieren. Das ist dann schon mehr so eine Glaubensfrage. Ne? Also dann, wenn man sowas dann postet, kriege ich wahrscheinlich jetzt wieder so einen Shitstorm, ne? Dass irgendwie Leute darauf schwören. Ne? Aber das sollte man auch ganz gelassen sehen. Ne? Also wenn Leute, egal mit welchem Ansatz, zufrieden sind und damit klarkommen, dann ist das okay. Wie gesagt, wichtig wäre für mich persönlich, nur für mich persönlich, ich möchte da ein paar Backtests zu sehen. Ne? Ich möchte sehen, dass diese Strategie in der Vergangenheit halbwegs funktioniert hat. Und wenn ja, in welcher Marktphase funktioniert das gut? Also ich brauche da ein paar Zahlen zu. Wenn ich die Zahlen nicht habe, ist das letztendlich mehr so, ja, eine Glaubensfrage. Ne? Das passt, glaube ich, ganz gut. Und dann wird es schwierig. Entscheidend ist ja, Okay, dass weitere man Anmerkungen? Ja? automatisch entscheiden kann, wie man handelt. Mhm. Und Elliott Waves und Fibonacci, finde ich, ist halt algorithmisch schwer zu entscheiden, weil oft legt man ja mit dem Blick noch Hand an und deswegen ist es halt schwierig für Backtests. Ich denke, Ja. das ist deine Meinung, meine Ja, Meinung. also ich wiederhole das noch mal, ne? Ich weiß nicht, wie weit der Ton jetzt irgendwie rüberkommt. Mein Mikro hat irgendwie, oder mein Ausgang hat da irgendwie Probleme, aber wenn wir eine Aufzeichnung sehen, wiederhole es aber noch mal zur Sicherheit. Also noch mal deine Meinung, Peter, auch. Ne? Also das ist eben schwierig zu testen. Das ist generell natürlich eine Problematik. Ne? Also generell diese, oder Elliott Waves sind halt schwierig, alle umzusetzen, zu testen. Und ja gut, da stellt sich immer die Frage, ne? Macht man das?
weil man es nicht kann? Also macht man es nicht, weil man es nicht kann, oder macht man es vielleicht auch deswegen nicht, weil man dann die Problematik dieser Strategie sieht? Ne? Das stellt sich natürlich immer die Frage bei jemand, der, so wie ich da halt häufiger eben oder generell Sachen testet, und es war ja auch eben die Anregung, dass man eben, wenn man klare Signale ableitet, dann sollte man es eben auch testen. Ne? Und klar, da ist natürlich immer eine gewisse Grauzone häufig, ne, in der Interpretation. Ne? Also gerade bei dieser Wellenzählung. Ne? Also echt, echt schwierig, so eine Geschichte. Ja, weitere Anmerkungen? Ja, okay. Dann würde ich sagen, reicht das heute? Haben wir heute nicht so viel. Und nochmal der Hinweis, nächste Woche dann ja, Oszillatoren, speziell dann der RSI, weil ich mich da auch sehr lange mit beschäftigt habe. Thema zum Bereich Swing Trading, gutes Setup zum Einstieg, auch getestet. Das werden wir uns dann im Zuge dessen dann nächste Woche genauer angucken. Dann wünsche ich euch eine erfolgreiche Restwoche. Wir haben gerade erst angefangen und ja, habt erfolgreiche Trades und seid auch sonst erfolgreich. Macht es gut und dann Gruß aus der Karibik. Bis nächste Woche dann. Ciao.